Ja, der erste Talk heute geht ums Thema E-Commerce und zwar vielleicht nicht ganz so klassisch wie ihr als Endkunde normalerweise auf so einen Online-Shop raufschaut, sondern es geht um etwas, was ein ganz wichtiger Teil unserer Wirtschaft ist, nämlich kleine und mittelständische Unternehmen und was die zum Thema E-Commerce eigentlich noch machen können, sollten, müssten. Nur ganz kurz zu mir. Mein Name ist Matthias Thürig. Ich twittere beruflich unter Intocommerce. Und das liegt daran, dass meine Firma Intocommerce heißt. Wir haben zwei Bereiche, auf die wir uns spezialisiert haben. Das ist zum einen Strategieberatung für B2B-Unternehmen im E-Commerce und zum anderen Online-Shops mit Shopware. Aber das war es dann auch mit der gesagten Werbung. Gut, ich bin heute hergekommen, um euch über E-Commerce zu reden. Warum eigentlich? Ich denke mal, jeder von euch weiß es selber und jeder von euch, wenn ihr euch mal ein bisschen fragt, wie kauft ihr eigentlich ein im Vergleich zu 5 oder vor 10 Jahren, dann könnt ihr wahrscheinlich so eine Statistik wie hier relativ gut nachvollziehen. So ein digitaler Tsunami rollt einfach durch den Handel gerade. Das bedeutet, dass eben so seit Jahren die Umsätze im stationären Einzelhandel schwinden und dagegen einfach neue Player am Markt kommen. Zum Beispiel Amazon, Zalando, die machen sich zunutze, dass bis 2020, sagt hier die Hochschule Niederrhein, jährlich 13% Umsatzwachstum im Online-Geschäft drin sind. Und das verändert einfach so ein bisschen den Markt. Das verändert, wie wir handeln, wie wir einkaufen. Und Zalando und Amazon diktierte einfach so dieses neue Form von Einkaufen, wie wir es jetzt inzwischen erleben. Und wenn man da eben noch weitergeht und fragt, was ist jetzt eigentlich mit denen, die eigentlich viel mehr das beschäftigt, nämlich das Thema Mittelstand oder beschäftigen sollte, dann redet man so ganz klassisch eben nicht mehr über die Fußgängerzone, sondern dann geht man mal ins Gewerbegebiet. Und das, was wir jetzt heute sehen, dass die Fußgängerzonen so langsam aussterben, das kann auch passieren, dass es zum Gewerbegebiet in Zukunft kommt und dann trifft es eben den ganz normalen Mittelstand und da eben auch häufig so Unternehmen, die für weitere Unternehmen produzieren und so ganz klassische B2B-Produkte herstellen. Wenn man die jetzt aber fragt, so B2B, E-Commerce, das ist eigentlich schon was Uraltes, das kennen wir doch eigentlich schon, das ist ein uralter Begriff, weil so nach der ersten Welle der Digitalisierung kam so das Thema E-Procurement auf. Kann damit noch irgendjemand was anfangen? Ja, jetzt sehen wir so einen dicken, ja, so ein bisschen älterer Begriff. Das war so die Zeit, als die ersten SAPs und ERPs und wie das alle hießen, aufkamen, hat man irgendwann gesagt, naja, ich weiß ja, wie viele Teile ich hier auf dem Lager habe. Ich weiß, wie viele Teile ich für die Produktion brauche. Und wenn das irgendwie unter so einen bestimmten Meldebestand geht, dann geht einfach automatisch eine Bestellung zu meinem Lieferanten raus und der schickt mir dann automatisch die Waren, die ich brauche, zur Produktion. Also man hat einfach große Systeme miteinander verknüpft und das nannte sich dann E-Procurement, elektronische Beschaffung. Man vielleicht sogar noch intelligent, haben Preise ausverhandelt und so weiter, aber das würde jetzt zu weit führen. Dann gibt es auch noch solche Marktplätze, B2B-Marktplätze. Die bekannteste ist vielleicht Alibaba. Vielleicht deswegen bekannt, weil es letztes Jahr in die Börse in New York gegangen ist. Ein deutscher Vertreter ist der Mercateo. Das sind ganz faszinierende Marktplätze, lohnt sich mal reinzugucken, weil man kriegt da mal so mit, wie internationaler Handel funktioniert. Ja? Also da kann man dann wunderbar so ganz containerweise Elektronik in Asien bestellen, T-Shirts, Klamotten, irgendwas. Und von daher sind diese B2B-Marktplätze sehr spannend, aber eben auch nur geeignet für Großbestellungen. So, wenn wir jetzt eben nochmal in gesamtes Gewerbegebiet reinschauen und auch mal ihr euch fragt, wo arbeitet ihr eigentlich, was passiert da eigentlich, wer kauft eigentlich den ganzen Kram ein, mit dem ihr da arbeitet, auf dem ihr vielleicht sitzt, auf dem ihr tippt, das ist nicht die Lösung dafür. Das ist super für Großbestellungen, das ist super für automatisierte Prozesse, aber das ist nicht die Lösung. Und das hat Amazon erkannt. Und Amazon hat vor 2, 3 Jahren in den USA Amazon Supply gestartet. Das ist im Prinzip das, was wir von Amazon bekommen. Mit dieser gesamten Exzellenz in Warenhaltung, in guten Service, nur eben ausgerichtet auf Unternehmen. Man kann so spannende Sachen bestellen, wie zum Beispiel irgendwelche Lötkolben hier oder so ein Chemiekram, Handschuhe, ein Stück Aluminium, irgendwelche Röhren. Kann man alles, was ein Unternehmen sich denken kann, kann man auf Amazon Supply kaufen. Und die investieren da richtig viel Geld. Die haben inzwischen einen riesen Produktkatalog, die haben ein neues Management-Team an Bord geholt, die investieren in Kunden. Ja, allein hier sowas wie eine Kreditlinie, die man automatisch bekommt.
so 2 Tage kostenloser Versand. Das sind alles Investments in Kunden, um hier einfach eine Reichweite zu erzeugen. Und ja, wie immer bei Amazon, da wo es Gutes läuft, kann man davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit, bis es auch nach Deutschland kommt. So, wenn man damit jetzt aber eben in besagtes Gewerbegebiet reingeht und mal mit dem Mittelstand spricht, das ist ganz interessant, aber es passt nicht zu uns. Ein ganz typisches Zitat, was man jetzt vielleicht gerne eher ins Schwäbische packen würde oder sowas, ja. Aber das passiert überall. Und das möchte ich auch gar nicht als jetzt typisch deutsch, ignorant und veränderungsresistent irgendwie brandmarken, sondern das kann wirklich sein. Und wenn also jetzt euch hier in so einem Unternehmen ist, kann man sich einfach mal überlegen, was für Produkte stelle ich denn her, wie sind die beschaffen und sind die überhaupt geeignet für E-Commerce? Und da kann man sich einfach mal so reinversetzen in so einen, in seinen Kunden, und wenn die rausfinden wollen, wo müssen wir eigentlich Mehrwert drauflegen und draufschauen, dann machen die so eine ABC-Analyse. Und so ein Einkäufer nimmt einfach mal alle Rechnungen aus 2014, guckt die alle durch, macht die in der Excel-Tabelle und dann gehen so ein paar Filter rüber. Und dann guckt man einfach mal, was ist eigentlich, sind eigentlich die Einkäufe, die richtig interessant sind, wo man richtig Geld vielleicht sparen kann, die hohe Prozesskosten haben und solche Sachen. Und ja, so ein A-Element heißt also, es wird relativ selten bestellt, ist aber wahnsinnig teuer, macht ein hohes Einkaufsvolumen aus. Was könnte sowas in einem Unternehmen sein? Maschinen. Maschinen, ganz klassisch. Ja. So ein B-Element dagegen wird so mitteloft bestellt, kostet auch nur mittel viel Geld. Was könnte sowas sein? Drucker. Weitere Tipps? Bier. Wieder? Bier? Und je nachdem, ist glaube ich eher, kommt gleich. Ja. Das Grundmaterial zum Weiterverarbeiten. Ja. Also ich habe so eher im ganz klassischen Dienstleistungsbereich so einen Rechner, einen Schreibtisch, sowas. Ja. Kauft man nicht täglich, kauft man vielleicht alle 2 Jahre mal, kostet ein bisschen Geld, aber da weiß man nicht so richtig, nicht irgendwie der Fisch nach Fleisch, was man damit machen soll. Wissen auch alle Einkäufer nicht. Aber so das nächste ist eigentlich so das ganz typische, so ein Element, was man sehr selten, nein, sehr oft braucht, sehr oft einfach als Rechnungsposten auftaucht, aber wenig kostet. Ich habe hier so ein Beispiel mitgebracht, so ein Toner von einem Drucker. Papier, was habt ihr noch für Ideen? Büromaterial. Ganze Büromaterial. Ja, weitere Ideen. Ja, das ist so der Bereich, ja. Und man kann das so klassifizieren, das sind also eher so die klassischen Verbrauchsgüter, das sind so die Gebrauchsgüter und das sind die Investitionsgüter. Denn Bier wäre jetzt für mich eher so ein Verbrauchsgut. Ja, lässt sich richtig gut verbrauchen. Je nach Geschäftsmodell ist es auch sogar richtig wichtig für ein Unternehmen. So, wenn man jetzt das mal aus der E-Commerce-Sicht betrachtet, heißt das aber, Entschuldigung, ja, ich kenne das. So ein Verbrauchsgut ist extrem gut vergleichbar. So eine Tonerpatrone, da weiß man genau, was da für eine Nummer draufsteht, die ist relativ leicht zu beschaffen und die ist auch extrem gut geeignet für E-Commerce. Weil das ist ein Standard, den ich immer brauche, da lohnt sich auch, einen Preisvergleich zu machen und Prozesskosten zu sparen. So ein Rechner, Schreibtisch, irgendwas, was man so zur Produktion braucht, sagt der Fall einer, das ist was, was man regelmäßig braucht, das konfiguriert man sich mal, ist aber ein bisschen beratungsintensiv und so eine Maschine, die ist überhaupt nicht E-Commerce geeignet, weil am Ende werden solche Maschinen aufgrund der hohen Investitionskosten immer passgenau auf den Kunden angepasst. Das kann man nicht über so einen Amazon schnell mal zusammenbestellen. So, beides also, in welchen dieser Kategorien ist euer Unternehmen oder euer Kunde vielleicht und lohnt sich für den E-Commerce? Maschinenbau würde ich sagen, eindeutig nicht. So, wenn man das einmal durch hat, dann kann man sagen, okay, jetzt müssen wir ganz andere Probleme noch lösen für dich, lieber Kunde. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Kundenbedürfnis. Deine Kunden haben einfach gestern noch bei Amazon oder Zalando geshoppt. Warum soll sich eigentlich der Einkaufsprozess bei dir irgendwie anders anfühlen? Das kann man mit denen diskutieren und sollte man irgendwie Lösungen bringen, damit sich eben so ein Einkäufer genauso gewertschätzt fühlt wie bei Amazon, dann kann das richtig interessant werden.
so ein ganz typisches Problem, wenn man jetzt aus Sicht eines Herstellers auf E-Commerce guckt, ist auch, der hat ja üblicherweise noch so einen Fachhandel da draußen. Da ist also irgendjemand, der seine Palette entgegengenommen hat, auseinandergenommen hat, den Karton ins Regal reingestellt und jetzt Beratung dazu macht. Nun wisst ihr alle selber, der hat mal in den letzten Jahren im Baumarkt war, Beratung wird immer schlechter. Das können die Fachhandel vor Ort kaum noch richtig leisten. Das passiert also, der Kunde wendet sich direkt an den Hersteller. Das ist ein Problem mit. Wenn ein Produkt defekt ist, wer geht von euch noch in den Laden oder in den Online-Shop? Ihr wendet euch direkt an den Hersteller meistens. Und genau das passiert auch im B2B-Bereich. So, wie schafft man es aber jetzt, den Fachhandel vor Ort nicht zu vergraulen, weil der hat ja die Kundenbeziehung, der berät ja manchmal noch. Dafür muss man irgendwie solche Cross-Channel-Konzepte entwickeln, dass man also den Laden vor Ort mit an Bord holt, dass der Service-Partner vor Ort ist. Ganz kurios im Bereich B2B ist auch das Thema Preise. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Es gibt dann ganz unterschiedliche Preislisten, je nach Volumen, da gibt es noch unterschiedliche Prozente an Rabatten dabei zu bedenken. Und das ist meistens irgendwie über die Jahre gewachsen, über verschiedene Vertriebsleiter. Und manchmal hat man den Eindruck, der Prozentsatz, der Rabattsatz der Kunden wurde sich eher verbal ertrunken, als dass da irgendwie ein Sinn dahinter steckt. Und sowas ist irgendwie aufzulösen, so ein Prozess. IT-Systeme sind meistens veraltet. Die Verpackungsgrößen sind manchmal so ein Problem. Wenn man sich so einen klassischen Mittelstand vorstellt, der bisher palettenweise hergestellt hat, die sollen jetzt plötzlich eine Rechnung für einen Karton machen. Das kann ein Problem darstellen, weil die überhaupt nicht wissen, wie soll, jetzt sollen wir für jeden einzelnen Karton eine Rechnung machen. Also, das wäre wahnsinnig hier. Und solche Prozesse muss man anpassen an solche Sachen. So, wenn man das aber alles macht, dann sieht man durchaus, es gibt hier spannende Margen in dem Bereich, weil es gibt eben hier noch ganz viele Stufen zwischen Hersteller und Kunde. Es gibt viele Märkte, wo die Produkte eigentlich gut vergleichbar sind, aber noch nicht bewusst vergleichbar gemacht werden. Und von daher lohnt sich das eigentlich für die Hersteller an diese Stelle ranzugehen und hier zu gucken, wie schaffen wir es uns gegen Amazon oder auch mit Amazon zu positionieren und diesen Zugang zu nutzen. Wenn man das alles mal angeht und angehen will, dann kann man so auf so einer Strategie eigentlich rangehen, zu überlegen, wie starte ich denn jetzt einen Online-Shop für so ein B2B-Unternehmen. Und ich habe jetzt mal fünf typische Fehler mitgebracht, die Unternehmen an dieser Stelle machen, um mal zu schauen, was man eben aus anderen Shops auch lernen kann, die Sachen gut oder auch schlecht gemacht haben. Fünf deswegen einfach nur, damit ich mich alle 20 Minuten halte. Ein ganz typisches Thema, was man echt dringend diskutieren muss, ist hier sowas, dass ein Partnerportal für den Händler vor Ort komplett hinter so einem Login verschwindet. Das ist schade, weil eigentlich wollt ihr doch, dass eure Händler, die euch eure Marke vertreten sollen, dass die doch relativ schnell an eure Produkte rankommen, schnell nochmal was nachgucken können. Und in diesem Fall hat es hier ein Modehersteller nicht gut gemacht, dass er seine Produkte komplett versteckt hat von den Händlern. Wenn die Händler also was wissen wollen, müssen sie in den normalen Online-Shop gehen und fühlen sich überhaupt nicht gewertschätzt, kriegen keine zusätzlichen Informationen. Das ist was ich versuche eigentlich mit dem Kunden als allererstes auszureden. Selbst Preise wird da diskutiert. Wir können doch keine Preise für unsere Händler ins Internet stellen. Wenn eure Wettbewerber den Preis rausfinden will, dann geht er einfach über die Messe und nimmt nächstes Mal einen Preisbogen mit. Und dann ist auch gut. Dafür braucht er das Internet nicht. Von daher, es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Eine weitere Spezialität im Bereich B2B-Online-Shops sind die Entscheidungsprozesse, ob etwas gekauft wird oder nicht. Und da nimmt man so ein Konstrukt des Buying Centers. Das heißt, also es gibt verschiedene Rollen in jedem Unternehmen, wenn etwas beschafft wird. Das kennt ihr vielleicht auch. Wir erinnern uns einfach mal an diesen Toner, den ich euch eben gezeigt habe. Da gibt es ja dann nur einen armen Menschen, der sich um diesen Toner kümmert, das ist der Sysadmin. Das ist also der wirklich Ahnung hat. So, und im mittelschlimmsten Fall muss er jetzt erstmal zu seinem Geschäftsführer rennen und sagen, lieber Geschäftsführer, ich brauche einen neuen Toner, am besten gleich fünf, weil ich habe keine Lust, jedes Mal zu dir zu rennen wegen dem Toner. Und dann sagt er, ja gut, muss halt, aber wir brauchen so viel, gehen Sie mal bitte zum Einkauf, der soll mal gucken, dass wir hier ein bisschen billiger werden. Und dann rennt er also unser armer Sysadmin also nochmal zum Einkäufer
Und mindestens diese drei Rollen treten eigentlich in allen Unternehmen auf, in so einem Entscheidungsprozess. Und das ist jetzt aber schwierig für so einen Online-Shop, weil wenn ihr online einkauft für euch selbst, dann seid ihr diese verschiedenen Rollen eigentlich alle in einer Person. Je nachdem, vielleicht der Partner, der die Rolle des letzten Entscheidens vielleicht ab, glaube ich. Aber meistens ist das eben eine Person. So, und was da allein schon mal hilft, ist, wenn der Einkäufer rumgoogelt und Preis vergleicht, muss man einfach auch mal ihm helfen dabei, weil der ist eben kein Experte für diesen Toner. Der will auch keine exakten Nummern vergleichen oder irgendwelche technischen Beschreibungen haben, sondern hier könnte man einfach mal ihm helfen, indem man mit einfacher Sprache sagt, ja, dieser Toner passt zu dem Drucker Canon XY, den du bei dir stehen hast. Das geht noch sehr viel weiter, dass man auch hier dann auch gesamte Entscheidungsprozesse bei Unternehmen abbilden kann, wenn man den Kunden richtig gut kennt. Warum soll der Anwender, dieser Sys-Admin, nicht vielleicht bis 500 Euro selbst entscheiden dürfen und alles weitere muss der Einkäufer entscheiden mit verschiedenen Accounts. Ein weiteres typisches B2B-Problem ist, die haben über Jahre gelernt, über Kataloge zu verkaufen. Das heißt, es gibt in jedem Unternehmen, verspreche ich euch, mindestens einen Staples- oder Otto-Office-Katalog. Und genauso gibt es für verschiedene Branchen solche Kataloge, die einfach Branchenstandard sind. Die hat jedes. Jedes Unternehmen in dieser Branche hat einen Katalog bei sich stehen. Und dann passiert was, wenn die jetzt ins Internet gehen, dass sie diesen Katalog eins zu eins abbilden. Das ist hier auch bei dem Shop passiert. Ich wollte mit euch ein kurzes Ratespiel machen, man sieht es jetzt leider relativ schlecht. So ein MacBook. Kann man hier über diesen Shop bestellen, den ich euch mitgebracht habe? Jetzt ist die Frage, wo würdet ihr denn einsortieren, in welche Kategorie? Ich hatte euch hier mitgebracht. Ist es entweder ein Business-Notebook, ein Einsteiger-Notebook, ein Multimedia-Notebook, ein Notebook ohne Windows, ein SAP-Notebook, ein Touch-Notebook, ein Ultrabook? Zubehör. Ja? Sehr gut. Wer hat eine kurze Frage? Was? Ja, genau. Was ist es? Tim? Gar nichts, Apple-Kategorie. Gar nichts, Apple-Kategorie, ja. Also warum auch immer ist es unter Multimedia-Notebooks gelandet. Nicht unter Notebook ohne Windows. Bei Notebook ohne Windows kommen Linux-Notebooks, aber keine Apple-Notebooks. Warum auch immer. Vielleicht ist es da. Das Problem ist hier, ich habe einfach dieser Katalog 1 zu 1 übernommen. Und die Kategorien, die da irgendjemand entschieden hat, wurden auch 1 zu 1 übernommen. Wir sind aber im Internet. Der Platz ist hier unendlich. Wir müssen keine Printseiten sparen wie im Katalog. Ne? Da darf so ein Produkt auch mehrfach in verschiedenen Kategorien vorkommen. Und welche Frage hat es gerade gestellt? Oder du gerade gestellt? Suchmaschine. Das ist nämlich genau unser Erfahrungswert. Es kommt ganz drauf an. Es gibt ganz unterschiedliche Nutzer. Du bist jemand, der jetzt gerne suchen würde an der Stelle und insgesamt kann man so sagen, ein Drittel der Nutzer nutzen die Navigation, an der ich jetzt auch gescheitert bin, ein Drittel sucht, wie beide vielleicht, und ein Drittel geht über den Content, versucht sich also über die Inhalte, über die Banner, die im Bereich sind, den Inhalt zu erarbeiten und da zum richtigen Produkt zu kommen. Jo, leider hier noch nicht gut gelückt, aber ich bin ja in der Mission unterwegs, dass das in Zukunft besser wird. Ein weiteres Thema, was die Sache mit dem B2B nicht ganz so einfach macht, ist so ein Lieferprozess. Normalerweise, wenn ihr etwas bestellt, ist es relativ einfach. Ihr habt eine Rechnung, die geht in ein Paket und die geht zu euch nach Hause oder ins Büro. Ein Gott, vielleicht nochmal zur Mutter oder was auch immer. Aber das ist relativ einfach. Ja, Weihnachten, Büro. Die Fischer-CD direkt nach Hause schicken. So. Im B2B-Bereich dagegen ist es sehr schwieriger. Da kann es sein, dass ihr als Unternehmen euch einloggt, eine Rechnung für euch haben wollt, aber auch noch eine Rechnung für euren Kunden. Der Kunde hat aber drei Filialen, dementsprechend müssen drei Pakete an drei Filialen geschickt werden, aber nur zwei Rechnungen und zwei andere Adressen. Und das ist halt so eine Schwierigkeit, die man einfach bedenken muss an der Stelle, dass man das eben hier einfach den Kunden kennt und versucht, ihn dabei zu unterstützen, seine Prozesse auch im Internet zu nutzen, dass er Aufträge splitten kann und so weiter. Und als letztes habe ich euch nochmal mitgebracht das Thema Multichannel. Ich habe gesagt, der Katalog, der ist
der ist immer noch Standard, der ist auch nicht tot zu kriegen. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass eine Wechselwirkung positive zwischen Printkatalog und Online-Geschäft da ist. Also sprich, gerade im B2B-Bereich, wenn der Printkatalog nicht auf dem Tisch liegt, dann wird auch der Online-Shop deutlich weniger genutzt und die Leute blättern wirklich in den Printkatalog, um dann online zu kaufen. Von daher, er ist nicht tot zu kriegen, er wird weiter gebraucht und auch dieser Außendienstler hier, der bei schwierigen Fragen auch nochmal der persönliche Kontakt ist, der wird auch weiterhin gebraucht. Da geht es also nicht darum, Kosten irgendwie zu reduzieren, sondern eher den Service für den Kunden zu erhöhen. Das Problem ist halt, das muss halt alles zusammen funktionieren. Die müssen alle zusammenarbeiten. Und was passiert, wenn mal wieder der Karl-Heinz vorbeifährt im Gewerbegebiet und gefragt wird, hier, was habt ihr da Neues, ein Online-Shop? Wer dann sagt, komm, vergiss es, bestellen wir bei mir, dann ist ganz klar, dass die Zielvereinbarung von Karl-Heinz falsch war an der Stelle anscheinend, weil er nur eine Zielvereinbarung auf seinen Umsatz hat und nicht den gesamten Umsatz, der auch über den Online-Shop, über den Katalog, über das Telefon oder sowas kommt. Dann kann man aber die ganze Aktion auch abblasen, kann man es auch vergessen, weil alle Kanäle müssen zusammenarbeiten oder wie man so schön neudeutsch sagt, die Touchpoints. Jo, machen wir es ganz kurz zusammengefasst. Noch viel wichtiger als sowieso eigentlich in jedem Geschäft, und das werden wir sicherlich auch gleich nochmal im Bereich Lean Startup nochmal kennenlernen, ist halt den Kunden kennen nochmal sehr viel wichtiger, vor allem auch seine Prozesse zu kennen. User Experience dagegen, naja, wir haben es auch bei Amazon Supply gesehen, es ist relativ grau, relativ nüchtern, das muss nicht schön sein, ist aber sehr effizient. Die eigenen Prozesse stehen manchmal so eine Aktion tierisch im Weg. Aber das ist so ein guter Anlass auch mal, sowas anzugehen und gut und neu zu machen. Ich habe euch jetzt nur 5 von 10 geliefert, von Dingen, die man richtig und gut machen kann. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, gerne einfach auf unsere Seite gehen, intocommerce.de/whitepaper-wmof. Und dann könnt ihr da das Whitepaper runterladen, wo alles drin ist und noch ein bisschen mehr dazu drin steht. Soweit von mir. Vielen Dank. Ich freue mich einfach auf Austausch in der Pause, weil ich glaube, wir gehen jetzt gleich weiter, oder? Gut. Ja. Vielen Dank.